Da jauchzet Groß und Klein. Es geht in die Ferien und auf den Straßen geht nichts mehr. Nächste Chance für dieses Szenario bereits am kommenden Wochenende zu Pfingsten. Der ADAC hat ausgerechnet, in der Haupturlaubszeit stehen wir bundesweit auf etwa 217.000 Kilometern im Stau. Eine Strecke, die 5-mal um die Erde reicht. Aber weil wir ja schlau sind und ein Navi im Auto haben, versuchen wir über vermeintliche Schleichwege, die keiner kennt, doch schneller ans Ziel zu kommen. Sehr zum Ärger von Menschen in Orten, in denen dann plötzlich Auto an Auto steht. Im österreichischen Tirol hat man jetzt dieses Ausweichfahren verboten. Martin Breitkopf hat mittendrin im bayerischen Mittenwald Frust erlebt und eine Sehnsucht nach dem Tiroler Beispiel. Das ist echt Wahnsinn gewesen. Und ein Gehupe, Auto dicht an dicht, natürlich der normale Autolärm, den man halt auch hat, und lauter genervte Menschen. Stundenlang geht gar nichts mehr in Mittenwald, kurz vor der Grenze zu Österreich. Urlauber verstopfen in der Faschingsferienzeit die engen Straßen des kleinen Orts im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Sie sind halt blind dem Navi gefolgt, aber dann sind sie in der Sackgasse gelandet letztendlich. Und dann war es tatsächlich so, dass irgendwann die Urlauber so genervt waren, weil sie hier nicht mehr in die Kreuzung reingekommen sind. Die kamen ja aus allen Löchern und sind dann ausgestiegen und haben den Verkehr selber geregelt. Das war Wahnsinn. Keine gute Werbung für eine Region, die vom Tourismus lebt. Die Bilderbuchkulisse von Mittenwald steht eigentlich für Ruhe und Idylle. Stau, Lärm und Abgase braucht hier im Luftkurort keiner. Eigentlich gibt es auch eine Umfahrungsstraße. Doch zur Hauptreisezeit ist die oft verstopft und die Urlauber weichen über den Ort aus. Für dieses Problem haben sie ein paar Kilometer weiter im österreichischen Bundesland Tirol eine Lösung gefunden. Hier versucht man, den Verkehr auf den großen Umgehungsstraßen zu halten. Von Mai bis Oktober gilt ein sogenanntes Abfahrverbot an den Wochenenden und Feiertagen. Johannes Sieberer und seine Kollegen kontrollieren jedes Auto, das abfährt in die Ortschaft. Wir erwarten uns von diesem Fahrverbot eine Entlastung des innerörtlichen Verkehrs und eine Sicherstellung der Notfallversorgung der Bevölkerung und der Ortschaften. Jeder, der abfährt, braucht einen guten Grund. Ansonsten droht ein Bußgeld. Ja, ich kann es verstehen. Also wenn ich in der Ortschaft wohnen würde, dann wäre es mir auch lieber, wenn da nicht alle Leute durchfahren. Die beiden dürfen abfahren. Sie wollen zu einem Freizeitbad und haben eine Reservierung. Andere wollen nur die schöne Landschaft genießen. Früher, wenn ich an Gardasee gefahren bin, bin ich einfach über die Landstraße gefahren, weil ich es landschaftlich schön fand, irgendwo einen Abstecher gemacht, über einen Pass gefahren, essen gegangen. Und jetzt muss man sich rechtfertigen oder braucht eine Reservierung oder sonst irgendwas. Zurück nach Bayern, nach Mittenwald. Der Verkehr wird immer mehr, beobachtet der Bürgermeister. Deshalb wünscht man sich auch hier ein Abfahrverbot wie bei den Nachbarn in Österreich. Im Land Tirol geht sowas. Auf deutscher Seite haben wir einfach die rechtlichen Möglichkeiten, nicht solche Maßnahmen wie Abfahrverbote jetzt schon umzusetzen. Sie das als Bürgermeister? Ich finde, der Stadt, die sich gern schützen ich finde es natürlich schade, weil das können nur kurzfristige Maßnahmen natürlich sein oder Notwehrmaßnahmen, aber sie würden uns kurzfristig helfen, solche Abfahrverbote. Auf Nachfrage beim Bayerischen Verkehrsministerium heißt es, Abfahrverbote würden das Problem nur örtlich verschieben. Stattdessen soll eine Gesamtlösung her. Doch wie die konkret aussieht, weiß keiner. Ich glaube, man muss den Urlaubern eher mitgeben, dass es nichts bringt, hier durch den Ort zu fahren. Dann wird es noch chaotischer, sondern dass sie sich einfach da draußen an der Umgehung in den Stau stellen müssen. Es trifft so viele, die wo der Ort mittlerweile so überlastet ist. Und da muss man doch jetzt einfach mal was machen. Allein schon uns und unsere Kinder schützen, weil es wird nicht weniger Verkehr. Mit Sicherheit nicht. Die Pfingstferien und die Sommerreisezeit stehen vor der Tür. Die Bürger in Mittenwald rechnen dann wieder mit Blechlawinen direkt vor ihrer Haustür.